Unter der Tür raus. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Campsdealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Hey, hey, immer mit der Ruhe, Mr. Power-Rüstung. Das geht dich nichts an. Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du kannst sie zur Vernunft bringen? Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht. Ich verkaufe ihr Camps, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Jet? Was ist Jet? Mein Kassenschlager. Davon lernst du fliegen. Das macht dich schneller. Nimm vor den Kampf mal, Näschen. Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen und ein harter Junge sein. Also hat er was gekauft. Und warum sollte man dann aufhören? Also, ich habe dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst. Scheint, als hätten sie das Jet nicht kaufen und du es ihnen nicht verkaufen sollen. Ja, klar. Hinterher ist man immer klüger. Also, hilfst du uns jetzt oder nicht? Ich rede mit dir. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Warum? Was ist denn das Problem? Oh, hat dir das dieser Camps-Dealer nicht gesagt? Er hat meinen Jungen von Jet abhängig gemacht, ihm den Dreck auf Kredit verkauft und will jetzt von mir das Geld. Dieser Mistkerl kriegt keinen einzigen verdammten Kronkorken von mir. Räum Wolfgang aus dem Weg. Ich weiß nicht, was er dir geboten hat, aber ich zahle 100 Kronkorken, wenn du diesen Jet-Dealer umbringst. Und warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir. Dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Danke, ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir.
Und jetzt laufen wir nicht die ganze Zeit vor die Nase. Ich bin nie gerettet. Ich schwöre es. Hallo. Es wirkt. Es wirkt überall. Das kannst du nicht einfach nehmen. Ich bringe euch jetzt wieder um. Ganz wie du willst. Hier drüben.
warst du gerade? Position halten. Und los. Genau, da wollte ich auch drauf. Müsste dir doch eigentlich was. Kann ich mit dir nicht was geben? Das ist sowas Gutes drin, aber ich greife das wohl nicht auf. Hm.